Ja, hallo Leute, hier ist wieder Jay von JayZock.de und heute ist bekannt gegeben worden, endlich, wie lange warten wir schon drauf, GTA 5 Release Date announced. Tja, viele von euch dachten, es kommt im März diesen Jahres raus, März 2013. Ich habe schon immer gesagt, hey Leute, also mit allen, mit denen ich darüber geredet habe, überlegt doch mal, Rockstar bringt immer Mitte, Ende Mai ihre Spiele raus, ob es jetzt GTA 4 war, ob es Red Dead Redemption war, ob es Max Payne war, auch L.A. Noire, was von Rockstar vertrieben wurde und ja, die da viel Einfluss auch drauf hatten, also sag ich jetzt mal, es ist auch so eine Art Rockstar-Game. Ja, und da dachte ich logischerweise GTA 5 auch, im Frühjahr, im März, no way, das wäre einfach zu awesome gewesen. Ja, heute ist bekannt gegeben worden, es kommt am 17.09.2013 raus, 17. September 2013. Man könnte sagen, wir haben jetzt Ende Januar 2013. Das ist quasi übertrieben gesagt. Am Ende des Jahres 2013. Rockstar hat sich ja in der offiziellen Pressemitteilung dazu direkt dafür auch schon gleich entschuldigt und gesagt, es ist wirklich kein Gelaber. Es tut uns leid, dass es erst im September rauskommt, aber es wird sich lohnen. Wir werden das ganze Jahr über bis September am Game noch feinschleifen und balancen. Es wird sich sowas von lohnen. Und wenn Rockstar das sagt, glaube ich das auch. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen, ja, sad darüber. Jetzt, wo ich das heute erfahren habe, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn dann erstmal September ist und das gute Spiel rauskommt, ist auch, wenn es jetzt wirklich im März schon was nicht passiert wäre, aber wenn sie es im Frühjahr 2013 rausgebracht hätten, wäre es auch schon so fett gewesen. Und wenn die Wort halten und bis Ende, also ach, bis Ende, gefühlt bis zum Ende des Jahres, also bis September 2013 noch weiter an GTA 5 rumschrauben, ich glaube, dann wird das eh schon mega geile Spiel sowas von übergeil, dass die Bombe platzt, Mann. In dem Sinne, ich freue mich, dass wir jetzt endlich ein Restate haben. Jetzt können wir uns das ganze Jahr drüber freuen. Frühjahr genießen, Sommer genießen und dann, wenn die langsam die Herbst- und Winterzeit kommt, können wir zocken. Ich werde GTA 5 sowas von auslutschen und jeden Winkel von Anfang bis Ende genießen und einfach mich freuen. Ich freue mich jetzt schon, ihr merkt's, in dem Sinne, GTA 5, willkommen, euer Jay von JayZock.de, ciao.